Hallo und Glück auf und willkommen zu unserem kleinen Sendungsformat 1904, der Schalke Talk. Wir zeichnen auf am Mittwoch. Allerheiligen ist heute, ein Tag nach dem Spiel der Schalker bei St. Pauli. Und weil Allerheiligen ist, damit der Spruch verziehen, gekämpft, gehofft und doch verloren. Schalke ist ausgeschieden in der zweiten Pokalrunde. Darüber reden wir gleich, heute in kleiner Besetzung mit Schalke-Reporter Robin Haag. Hallo. Und mir, Matthias Heselmann von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Joa, es war nix. Schalke hat wieder verloren. Der kleine Aufwärtstrend, der sich da in Hannover angedeutet hat, ist zumindest ergebnistechnisch schon wieder vorbei. Du bist im Prinzip gerade aus dem Zug gestiegen, kommst direkt aus Hamburg, hast das Spiel gesehen. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, erstmal muss man überlegen, ob der Aufwärtstrend wirklich vorbei ist, ne? Also klar, Schalke hat verloren, ist ausgeschieden, hat aber ja, gegen den Spitzenreiter der zweiten Bundesliga ein ganz gutes Spiel gemacht. Viele Dinge, die positiv waren, und deshalb darf man jetzt nicht glauben, dass das alles weg ist, was im Hannover-Spiel jetzt gut war. Man erkennt meiner Meinung nach schon einen Aufwärtstrend unter Karel Gerets, und das ist ja auch wirklich wichtig. Naja, unterm Strich, also wenn es jetzt ein Ligaspiel gewesen wäre, wäre es 1-1 ausgegangen. Ne? Genau, und dann hätte man gesagt, 1-1 beim Spitzenreiter, wie du schon sagst, ist ein vollkommen akzeptables Ergebnis. Ja, um auf die Leistung noch einzugehen, man kann sagen, vorne war es schlecht, hinten war es gut. Weil das nehmen wir gleich noch ein bisschen ausführlich auseinander, aber man kann das ganz gut zusammenfassen. Ja, ich fange natürlich in der Defensive an. Ne? Ja. Also da war wirklich eine klare Kompaktheit zu erkennen. Schalke hatte angefangen mit Dreierkette, wieder Gerets üblich. Und wirklich auch das Zentrum wurde komplett geschlossen. Schalke stand defensiv extrem gut, hat nichts zugelassen aus dem Spiel heraus, was ja absolut unüblich ist für diese Schalke-Mannschaft in der Saison 23-24. Wenn man überlegt, wie in der zweiten Liga, wie da Tore gefangen wurden. Aber St. Pauli spielstark, hat keine Lösung gefunden. Jetzt zwar viel den Ball, aber haben extrem wenig draus gemacht. Die hatten, glaube ich, habe irgendeine Statistik gesehen, die ersten 5 Minuten 100% Ballbesitz. Genau, ja, das haben wir auch auf der Bühne gesehen. Ich hatte Andi da angesprochen und da kann doch nicht sein. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also, dass eine Mannschaft wirklich in 5 Minuten kein einziges Mal einen Ball hatte. Aber Schalke hat es geschafft, trotzdem dem nicht zugelassen. Und was positiv dabei ist, diese Leidensfähigkeit. Es ist nicht einfach, auch für den Kopf, wenn man immer hinterherläuft, dann nicht die Strukturen zu vergessen, dass man sich leiten lässt von irgendwelchen Dingen, weil man denkt, jetzt müssen wir schon mal drauf gehen. Aber Schalke ist ruhig geblieben, ist geduldig geblieben und hat dann Chancen bekommen. Das war schon der Plan, ne? Dass man da rausgeht und sagt, Leute, lasst den Hamburgern komplett den Ball und wir machen erstmal hinten, gucken, dass wir die Leute zustellen und dass wir die im Grunde nicht ins Spiel kommen lassen. Genau, das war der Plan. Genauso vorher abgesprochen, Karel Gerets danach auch noch erklärt, warum es so war. St. Pauli, spielstark, man wusste, die wollen Fußball spielen, aber die mögen es nicht, wenn man einfach hinten drin steht und abwartet. Okay, und das hat Schalke gemacht und das hat auch die erste Halbzeit vor allen Dingen sehr gut funktioniert. Genau, also was natürlich klar ist, so kann man kein Fußballspiel gewinnen, wenn man nur verteidigt. Deshalb sind Umschaltmomente gefragt, die gab es, aber zu wenig und nicht gut genug. Ne? Also das Tor von Schalke, der Schalke ist ja in Führung gegangen durch den Kopfball von Marcin Kaminski, war ein Standard. Das ist ja, wenn man so defensiv spielt, auch ein Mittel, was wichtig ist. Es hat funktioniert. Der Standard von Tobi Mohr war gut, Kopfball gut. Es gab sogar noch ein, zwei gute Gelegenheiten nach Standards im Spiel. Aber trotzdem, diese Umschaltmomente waren halt absolut nicht gut. Da wurde sich viel auf das Tempo von Brian Lassmith verlassen, der ja wirklich exorbitant schnell ist. Ich glaube, 35,97 km/h wurde er geblitzt schon in dieser Saison. Das ist absolute Spitzenklasse in Deutschland. Auch in der Bundesliga ist keiner schneller. Der ist genauso schnell wie Alphonso Davies, der ja als schnellster Bundesligaspieler gilt. Das wirklich, was Tempo angeht, eine Kragenweite. Aber? Genau, Problem wäre, wenn er halt neben dem Tempo noch wirklich alle anderen Attribute, die so ein Stürmer braucht, auch mitbringen würde, dann würde er wahrscheinlich nicht in der zweiten Bundesliga bei Schalke 04 spielen, sondern bei FC Bayern, Real Madrid. Ja. Brian Lassmann ist halt kein fertiger Spieler, kein kompletter Spieler. Er ist ultra schnell, aber hat halt im Zweikampfverhalten große Defizite, technisch Defizite, Entscheidungsfindung Defizite. Ja, und deshalb. Wer sagte das mit der Lederallergie? Ja, das hat Thomas Reis gesagt, nach dem Testspiel in den Kufstein. Aber das ist natürlich auch ein bisschen unfair für ihn gewesen, weil durch diesen Spruch hat Brian Lassmann direkt einen Stempel gekriegt, auch für die Öffentlichkeit. Zack, der Typ hat eine Lederallergie, der kann nicht kicken, der kann nur laufen. Hm. Das macht es ja für ihn auch nicht einfacher, dann nach 3 Wochen, wo er da war auf Schalke, direkt der Stempel. Aber er ist den Stempel nicht losgeworden. Ja, gut. Er hat ja schon gegen Hannover da getroffen. Klar, also ich finde auch, dass es generell ein guter Transfer war, ihn zu holen, weil
das ist halt so eine Art von Spielern, wo Schalke draufschauen muss. Er hat ja zweifelsfrei Qualitäten und auch Potenziale. Wenn er sich verbessern kann im First Touch, wenn er sich verbessern kann in Sachen Zweikampfverhalten, das sind ja auch Sachen, die man vielleicht lernen kann, dann kann er ein Unterschiedsspieler sein. Aber der ist er aktuell halt wirklich gar nicht, weil ja, ihm gelingt halt wirklich viel zu wenig. Er macht viel zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Aber das ist trainierbar, meiner Meinung nach. Deshalb würde ich ihn nicht abschreiben. Ja, jetzt hat Thomas Reis vorne zumindest ein bisschen umgestellt, hat jetzt dann doch mit Simon Terodde den Stoßstürmer gebracht, der ja gegen Hannover nicht auf dem Platz stand. Hat das auch mit dem System zu tun oder mit der Idee zu tun, hinten erstmal sicher zu stehen und gucken, dass man vorne jemanden hat, den man irgendwie bedienen kann? Oder? Ja, das lag vielleicht auch einfach an der Sperre von Lino Tempelmann, der eine wichtige, und Dominik Drexler hat ja auch in der Startelf gestanden gegen Hannover zuletzt, konnte auch nicht spielen, war leicht angeschlagen. Deshalb musste ja schon irgendwie was verändert werden. Es fehlen also zwei Mittelfeldspieler, die auch Offensivaufgaben haben. Das hat Kenan Karaman, der zuletzt als Mittelstürmer gespielt hat, so ein bisschen übernommen, der dann mehr oder weniger auf der 10 gespielt hat. Dann war vorne eine Position frei, Terodde angefangen, hat sich am Fuß verletzt, Knöchelprobleme. Da muss man abwarten, wie es jetzt weitergeht. Sebastian Potter kam dann rein, aber muss man halt sagen, beide Mittelstürmer hingen komplett in der Luft, haben gekämpft, aber halt ja, wenig Chancen. Polter hatte eine Halbchance und am Ende, ich glaube, in der 120. eine ganz gute Kopfballchance, wo er echt mehr draus machen könnte. Wenn er den besser trifft, der stand wirklich frei, dann kannst du auch noch ein 2-2 geben, dann gibt es Elfmeterschießen. Aber, Man hatte so das Gefühl, eigentlich hat Schalke von Anfang an darauf gehofft, irgendwie ins Elfmeterschießen zu kommen, oder? Also das war so der, als dann die zweite Halbzeit losging und man sah, okay, jetzt kommt Pauli deutlich stärker, hatte man so das Gefühl, gut, okay, jetzt gucken sie wirklich und schauen auf die Uhr und warten, bis die 120 Minuten um sind. Ja, es war gerade, ich fand auch in der zweiten Halbzeit, kam wenig Entlastung und ja, das war halt irgendwie ein Hoffen, dass wir es irgendwie ins Elfmeterschießen retten. Ist dann vielleicht zu wenig im Endeffekt. Ja, ja. Zumal muss man sich ja auch fragen, ob das der Anspruch dann sein kann. Ne? Was man, ich habe heute Morgen, ich weiß nicht genau wo, irgendeinen Kommentar gelesen, wo stand, naja, Schalke ist da aufgetreten wie so ein Amateurverein bei einem Profiverein mit dieser Taktik zu sagen, okay, hinten sicher und hoffen, dass vorne irgendwas passiert. Es kann man noch zwei Perspektiven sehen. Ne? Wenn man das Große, wir sind Schalke 04, wir sind ein cooler, großer Verein mit Tradition und Anspruch, dann gebe ich dir recht, kann man das so sehen. Sollte man vielleicht, die Frage ist auch, was die richtige Denkweise ist. Ne? Man kann es ja so sehen und Schalke muss ja ganz andere Ansprüche haben, als sich bei St. Pauli als klarer Underdog zu verkaufen und dann wäre man normalerweise in Liga heilfroh, wenn man Unentschieden damit nimmt. Das kann ja nicht der Anspruch sein von Schalke 04. Aber wenn man auf die Realität guckt, und nur das zählt ja aktuell, die Mannschaft ist verunsichert, hat einen neuen Trainer, muss erstmal aufgebaut werden und das geht halt, Sicherheit holen geht halt über defensive Kompaktheit, einen Schritt nach dem anderen und erstmal Erfolgserlebnis sammeln. Klar. Und das geht halt so. Und es hat ja auch, der Plan ist ja sogar ganz gut aufgegangen in der ersten Halbzeit. Du führst 1-0 dieses Spiel. Ja, und wenn du ein bisschen mehr Matchglück hast, gewinnst du das Spiel auch. Ne? Der Elfmeter war unglücklich, Handspiel von Mörkin, klare Sache, aber ja, ist halt Pech. Ist Pech, genau. Und auch nach das Kopfballtor von Engelstein zum 2-1 ist auch, da wird irgendein Schalker geschickt geblockt und steht da ganz frei. Das sind ja Standardtore, die so mal passieren können, aber die dann vielleicht doch mehr ärgern als eine super Kombination, wo man sagt, ja, da kann man nichts machen. Das sind ja Tore, ja, die sind irgendwo verhinderbar. Ja, und zumal Schalke ja gestern auch wieder das auf den Platz getan hat, was irgendwie gegen Hannover auch schon da war, nämlich einfach Kampfeswillen, ne? Und Zweikampfstärke. Die Mannschaft galt ja so ein bisschen als ja, lustlos, schwierig, charakterlich schwierig. Aber das ist ja gerade in so einer Phase auch extrem wichtig, dass man wirklich diesen Kampfgeist zeigt, dass man auch zeigt, dass man bereit ist zu leiden. Ja. Dass man, ja, dieser Wille, der war halt zu erkennen. Und deshalb gab es ja auch nach dem Spiel Applaus von den Fans und nicht wie in Karlsruhe. Da wollte ich gerade drauf hinaus, genau. Nicht wie in Karlsruhe eine deftige Ansage und Pfiffe. Weil die Mannschaft kann man nicht vorwerfen, dass sie nicht wollten gestern, aber die waren halt nur mal schlechter als St. Pauli. Was natürlich bedenklich ist, wenn man die Möglichkeiten von Schalke 04 ansieht und die Kaderzusammenstellung, dann ist man da vielleicht bei der Schuldfrage. Ja, klar. Das, ja. Na gut, das betonen wir ja schon, um die ganze Saison war. Lass mal ruhig noch mal kurz so hinten durchgehen Spieler für Spieler noch mal, oder zumindest Abwehr, Mannschaftsteil für Mannschaftsteil noch mal beleuchten. Torwart, Fährmann, kann man keinen Vorwurf machen. War der beste Schalker gestern. Grandiose Parade. Parade gegen Zoller war wirklich sehr, sehr stark, super Reflex. Ja, er findet sich wieder. Ne? Ja, war gut. Genau. Wie lange ist Müller noch weg? Ich glaube, länger. Also länger, ich denke, Wintervorbereitung würde wieder da sein, aber ich glaube nicht, dass der noch 23 ein Spiel macht.
Okay, dann haben wir die Dreierkette. Ja, fand ich alle solide. Kaminski war gut. Malkin hat ein bisschen abgebaut hinten, hatte ein bisschen Pech nach dem Elfmeter. Aber sonst auch Kallas, wo er reinkam, fand ich gut. Ist das so jetzt die Position von Malkin? Kann man das schon? Ich würde sagen, ja, das passt gut. Er ergänzt Kaminski gut. Der Kaminski spielerisch gut, im Tempo nicht so gut. Aber der Malkin läuft viel weg, hatten wir ja auch nach dem Hannover-Spiel besprochen. Finde ich, die Rolle passt ganz gut zu ihm. Ja. Wenn wir hinten dann sind, das ist immer noch das größte Problem. Wir reden immer wieder drüber, das ist auch fast ein bisschen. Tut einem in der Seele weh, weil man mag den ja wirklich, ne? Und der ist, das ist, ich finde das sehr sympathisch. Der ist ja also so ein bisschen zum. Wir reden über Henning Matriciani, natürlich, der so ein bisschen schon zum Publikumsliebling geworden ist. Aber trotzdem die letzten Spiele einfach nicht so richtig doll war. Ja, also er hat jetzt ja in der Fünferkette, Dreierkette als rechter Schienenspieler gespielt. Erstmal, ich glaube, das ist nicht seine Position. Offensiv ist nicht so seins. Ist auch völlig in Ordnung. Aber auch defensiv, wo er eigentlich seine Qualitäten hat, denkt man zumindest, da ist er einfach nicht in Form, der Junge. Gestern auch gegen Saad fast jeden Zweikampf verloren. Genau wie letzte Woche auch. Letzte Woche war es Köhn, der Flügelspieler von Hannover, der ihn nass gemacht hat. Gegen Karlsruhe hat er auch kein gutes Spiel gemacht, war auch der Schwachpunkt. Davor gegen Hertha, gegen Fabian Rehse. Da war es auch so, dass Matricianis Seite die Achillesferse von Schalke 04 war. Und das zieht sich jetzt wie roter Faden da durch und ist wirklich ein großes Problem, weil solche Schwächen, solche Lücken gefährden halt die ganze Kompaktheit, die ganze defensive Mission. Und das ist halt nicht auszubügeln. Klar, man kann ihm mal helfen, aber dann sind natürlich andere Spieler frei, wenn die Leute ihre Gegenspieler aufgeben, um Matriciani zu helfen. Es ist halt wirklich eine schwierige Situation für ihn. Er kann ja auch nach solchen Leistungen nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Wäre es dann sinnvoll, von Gerard Zimmer eine Pause zu gönnen? Klar, es wäre sinnvoll, aber das Problem ist wirklich, es fehlen die Alternativen. Das ist da, wo ich man kann auf dieser Flügelposition vielleicht auch mit Yusuf Kabadaye spielen, der aber natürlich ein gelernter Stürmer ist und ins Dribbling geht und wirklich eigentlich ein reiner Offensivspieler ist. Er ist jetzt kein Zweikämpfer, kein Verteidiger einfach. Und in dieser Rolle, gerade wenn es gegen offensiv gute Mannschaften geht, musst du halt defensiv auch gut sein und zweikämpfen. Ja. Und das ist halt nicht Kavadagis naturell. Was natürlich immer noch bitter ist, Cedric Brunner, der ja Rechtsverteidiger ist, fehlt. Er könnte diese Rolle spielen, immer noch verletzt, mit Leistenproblemen. Das zieht sich jetzt schon echt lange und langsam ist es auch ein bisschen rätselhaft, warum das so lange dauert. Ja. Schwierig. Schwierig. Apropos schwierig, kurzer Hinweis an die Technik. Wir bräuchten einmal die Uhr, da ist der Bildschirm schon angegangen. Machen wir direkt weiter. Ja. Defensives Mittelfeld. Gestern, wie gesagt, dadurch, dass Tempelmann ausgefallen ist. War alles solide. Dann Latze hat gespielt, Ron Schallenberg auch, die im Räume dicht gemacht hat, war völlig in Ordnung. Also Niklas Zauer kam rein, war auch in Ordnung. Ich fand Einzelkritik bei solchen Leuten völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich fand, im Sturm waren die Probleme alle nicht gut. Die haben auch, glaube ich, sowohl Terodde, Polter als auch Lasme alle eine 5 von mir bekommen. Ja, es war leider nichts. Ja. Was natürlich spannend ist, gestern hat er nicht gespielt, Assam Ouedraogo, ein Thema, was wir auch noch unbedingt besprechen müssen. Das sollten wir. Und so viel Zeit haben wir nicht mehr, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Genau, ja, wir müssen ja gerade im Blindflug jetzt wissen, was. Ja, er wird Schalke fehlen, er wird das Nürnberg-Spiel noch machen und dann zur U17-Weltmeisterschaft reisen nach Indonesien. Nach Indonesien. Mit dem deutschen Team ist er da unterwegs. Viel weiter kann man nicht weg. Ja, das Turnier beginnt schon am 10. November. Trotzdem, die Vorbereitung auf das Turnier ist dann nur sehr kurz für die Mannschaft. Natürlich auch ein bisschen problematisch, wenn man überlegt, ne, andere Klimabedingungen und sowas, aber da müssen die Jungs durch. Wichtig ist halt, er wird Schalke bis zu 4 Spiele fehlen. Ich glaube, das Finale ist am 2. Dezember. Ja. Also es ist quasi fast die Hinrunde für ihn mehr oder weniger gelaufen. Ja, und danach, ne, Belastung ist ja auch hoch. Ja, klar. Weiß man nicht, ob er dann immer noch die Frische hat. Ja. Ist das sinnvoll? Ich würde sagen, was heißt sinnvoll, ne? Also manch andere, ich glaube, Hertha hat auch ein Talent nicht abgestellt. Ein Dardai-Sohn ist nicht mitgefahren. Benze heißt er, glaube ich, ne, der Innenverteidiger. Wie viel Einfluss hat der Verein da überhaupt? Also kann der Verein einfach mal sagen? Es ist keine Abstellungspflicht. Also der Verein darf sagen, nee, wir brauchen ihn, er muss nicht fahren. Ja. Aber ne, natürlich ist es für die Jungs, die qualifizieren sich da, spielen gerne für ihr Land, auch in der Jugend, was ganz Besonderes, auch so eine Erfahrung, ein Turnier spielen in Indonesien. Viele von denen werden jetzt vielleicht keine A-Nationalspieler und die werden solche Erfahrungen nie wieder haben. Deshalb ist es auch schwierig, wenn ein Spieler unbedingt hin will, wie Aslan Ouedraogo es wollte, haben wir so erfahren,
dann zu sagen, nee Junge, du darfst nicht fahren. Ne? Das ist ja dann moralisch auch ein Knacks. Ja, klar. Und man muss dann schon auch die Meinung des Spielers mit einbeziehen und das alles respektieren. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das hat Schalke getan, hat auch Karl Geratz gestern nochmal gesagt. Sie respektieren die Meinung des Spielers und hören darauf, was Assan sagt. Assan wollte, Assan darf. Mhm. Und ja, klar, er wird Schalke wahrscheinlich fehlen. Ne? Also es ist schon einer, der Unterschiedsspieler sein kann. Er hat jetzt nicht so viele Minuten gekriegt bis jetzt. Ne? Er hat oft gespielt, aber selten 90 Minuten. Ja, aber wenn er drauf war, sah man ja in der Regel, genau, was er drauf hat. Ne? Ja. Ja. Deshalb schon, das ist natürlich ein Element, was Schalke fehlen wird. Ja, jetzt könnte man böse sein und sagen, kann sich Schalke ja schon mal dran gewöhnen. Nächstes Jahr ist er eh weg. Ja, oder vielleicht, ja. Muss man das auch in dem Zusammenhang sehen? Also auf der einen Seite wird er da eventuell in so eine Art Schaufenster gestellt, um dem so ein bisschen Bühne, internationale Bühne zu bieten. Oder ist das Entgegenkommen von Schalke so eine Art Wohlfühlding, zu sagen, na komm, Letzteres, würde ich sagen, macht schon Sinn, ja, klar. Also, ne, dass man zeigt, man respektiert den Spieler und seine Wünsche, ist ja ein Teil von Wertschätzung. Ja, genau. Und das wird natürlich Assan Uğur glücklich sein. Der Schalke sagt, wir brauchen dich zwar, aber wenn du unbedingt willst, wir lassen dich gehen. Wir unterstützen dich bei deiner Meinung. Ist ein gutes Zeichen von Schalke. Und wir wissen alle, der ist ein super Talent, hat wahrscheinlich eine große Karriere vor sich. Ob man auf Schalke in der jetzigen Phase eine große Karriere machen kann als Zweitligist, ist halt zu bezweifeln. Deshalb ist es ja wahrscheinlich, dass er nicht mehr lange für Schalke 04 spielt. Und wenn er bei der U17-WM wirklich ein super gutes Turnier spielt, wäre es natürlich ein Schaufenster. Und ja, kann nicht hinderlich sein, wenn dann internationale Topclubs kommen. Da gibt es diese Ausstiegsklausel, die für verschiedene Ligen, verschiedene Länder, verschiedene, ob man international spielt oder nicht. Ja, wenn dann vielleicht ein Champions-League-Club kommt, dann kriegt Schalke ein paar Millionen mehr. Das wäre vielleicht in dem Sinne ganz gut. Ja, klar. Zumal Schalke jetzt auch Einnahmen entgehen durch das Nicht-Erreichen der dritten Pokalrunde. Ja. Ich weiß gar nicht, inwieweit man damit geplant hat. Also ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man sagt, oh, uns fehlen jetzt da ein bisschen Geld. Aber es war wohl 800 irgendwas, 1000, knapp eine Million Euro, die dritte Runde eingebracht hätte. Also eine Teilnahme im Achtelfinale hätte knapp eine Million gebracht. Die natürlich Schalke gut gebrauchen kann in der aktuellen Lage. Und wenn man schon aufs Wintertransferfenster blickt, das ist ja fast ein neuer Spieler. Ne? Also wir reden ja von Schalke 04, die Zweitliga-Maßstäbe ansetzen und ja, Ablösesummen über eine Million. Die 20 Millionen Ablösesummen sind vorbei. Ja. Klar. Aber Ablösesummen sind ja oft unter einer Million inzwischen. Ne? Wenn man sieht, auch Tempelmann, Mörkin, Seguin haben alle unter einer Million gekostet. Mhm. Und da kann man ja schon zumindest die Ablöse von so einem Spieler stemmen mit so einer Summe. Ja. Das ist jetzt nicht so. Ja, wird sich André Hechelmann ein bisschen ärgern, denke ich, aber ja. Trotzdem soll ein bisschen Budget da sein für Wintertransfers, was natürlich wichtig ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, wahrscheinlich Prio 1 wird ein rechter Verteidiger, rechter Schienenspieler sein. Die Matriziani-Position, klar. Gut, wir haben nicht mehr so furchtbar viel Zeit, lassen Sie mal kurz in die Zukunft blicken. Ja. Schon am Samstag geht's weiter in Nürnberg bei den Freunden. Ja, genau. Nächstes Auswärtsspiel, was den Schalke-Fans sicher Freude machen wird. St. Pauli ist ja auch immer so ein Punkt, wo die Leute ganz gerne hinreisen, wenn man da ein bisschen was erleben kann danach noch. Ja, kann man. Ich habe davon gehört, ja. Okay. Ja, Nürnberg auch wieder. Duell gegen Freunde. Und was diesmal besonders ist, die Fanbelangeabteilung von Schalke und die von Nürnberg haben es zusammengetan und haben wirklich ein großes Programm auf die Beine gestellt. Von Führung im Stadion, auf dem ehemaligen Reichsparteitaggelände. Und ein Pubquiz in der Straßenbahn und verschiedene Touren, das ist wirklich viel geboten, wo sich beide Fanabteilungen echt Mühe gegeben haben. Dann gibt es noch ein Choreo im Stadion. Also das immer, da darf man sich drauf freuen als Schalke-Fan, glaube ich, auf diese Reise. Ja. Da wird immer was geboten und ja, Nürnberg ist auch eine schöne Stadt, glaube ich. Ja, ja. Sportlich gesehen, Nürnberg, habe ich vorhin mal geguckt, Platz 8, zweite Liga. Mhm. Jetzt nicht die allereinfachste Aufgabe wahrscheinlich. Ja, aber in dieser jetzigen Phase zählen für Schalke nur Siege. Das klingt jetzt wie eine Floskel, ist aber einfach so. Ne? Also Schalke steht immer noch auf Platz 16. Wenn man jetzt noch ein Spiel gewinnen kann, ist man wahrscheinlich endlich von diesem Relegationsplatz runter. Und bis zur Winterpause sind es auch nicht mehr so extrem viele Spiele. Sollte man jetzt alles tun, damit man sich mit dem Mittelfeld festsetzt und nicht in diesen Abstiegsstrudel reingerät, weil dann kann auch Karl Gerrits halt nicht mehr machen. Wenn die Moral irgendwann sinkt und dieser Negativlauf da ist, dann ist es extrem schwer, den umzukehren. Das hat man ja bei ganz vielen anderen Mannschaften schon gesehen, die sich eigentlich nicht im Abstiegskampf gesehen haben, dann doch drin gelandet sind, aber dann die Nerven mitgespielt haben und hinten raus wird es dann doch scheiße. Genau. Und mit diesem wunderbaren Schlusswort beenden wir die heutige Sendung. Wir sehen uns am Wochenende schon wieder nach dem Nürnberg-Spiel an gleicher Stelle.
abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auf keinen Fall eine Folge. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche und einen schönen Feiertag, falls ihr es am Mittwoch guckt. Bis die Tage. Glück auf.